Kann ich mein Kind auch vegetarisch ernähren? Ein Baby vegetarisch zu ernähren ist möglich, aber ich würde es nicht empfehlen. Denn nur die Eisenausnutzung aus dem Fleisch, also die Eisenversorgung aus dem Fleisch, sichert wirklich, dass das Kind Eisen erhält. Wenn Sie dennoch Ihr Kind vegetarisch ernähren wollen, sollen Sie auf jeden Fall darauf achten, dass Sie das Fleisch durch eisenreiche Breizutaten ersetzen. Das wären zum Beispiel hier Hirseflocken oder Haferflocken. Und dass man speziell eisenreiche Gemüsesorten nimmt, wie zum Beispiel Brokkoli oder Fenchel oder auch Zucchini und Erbsen. Und auf jeden Fall jeden Brei mit Orangensaft oder irgendeinem anderen Vitamin C-haltigen Saft ergänzt. Weil nur so das Eisen wirklich gut ausgenutzt wird. Also völlig abzuraten ist von einer veganen, rein veganen Ernährung. Das heißt, wenn kein Fleisch und kein Fisch, aber auch keine Milchprodukte und keine Eier verfüttert werden. Weil damit ist die Nährstoffversorgung des Babys nicht mehr gewährleistet und auch die Eiweißversorgung nicht mehr. Davon ist wirklich strikt abzuraten.